Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. Ja, in diesem Video soll es heute mal um einen kurzen Rückblick auf die erste Jahreshälfte im Pilzjahr 2022 gehen. Vom letzten Samtfußrübling zu den ersten Spitzmorcheln über Mairitterlinge und Hexenröhrlinge bis zu den ersten Steinpilzen und Pfifferlingen. Der Winter. Im Vergleich zu vielen anderen Pilzjahren waren die Wintermonate Januar und Februar im Pilzjahr 2022 vergleichsweise pilzarm. Es ließen sich zwar natürlich immer wieder einige wenige schöne Funde machen, aber letztendlich war sowohl die Artenvielfalt als auch die Menge der gefundenen Pilze rund um Brachbecherling, Samtfußrübling, Austernseitling und Orangeseitling eher gering. Immerhin gab es vor allem im Februar ausreichend Niederschlag. Der früheste Start in die Morchelsaison, den wir je hatten. Mit dem darauffolgenden, sehr trockenen Monat März wurde es dann aber gleich richtig spannend und interessant. Bereits am 11.03. konnten wir unsere erste kleine Spitzmorchel im Pilzjahr 2022 finden. Ein absoluter Rekord und der Beginn eines richtigen Frühstartertrends in diesem Pilzjahr. Denn nur gut eine Woche später, also bereits am 19.03., erschienen dann auch schon die für uns frühesten Morchelbecherlinge, die wir je finden konnten. Wieder nur eine Woche später die früheste böhmische Werpel und die ersten wirklich schönen, großen, brauchbaren Spitzmorcheln. Zum Start in den Pilzmonat April wurde es dann nochmal richtig kalt und eisig und dennoch stand im Auwald bereits die nächste Überraschung parat. So konnten wir am 2. April unter einer Schneedecke nicht nur ein neues Habitat der böhmischen Werpel, sondern sogar und schon wieder die frühesten Speisemorcheln entdecken, die sich bei uns je gezeigt haben. Zusammengefasst: die früheste Spitzmorchel, die frühesten Morchelbecherlinge, die früheste böhmische Werpel und die frühesten Speisemorcheln, einfach Wahnsinn. Ein Frühling voller Frühstartrekorde. Im April wartete dann aber noch eine so richtig große Überraschung bzw. ein richtig großes Highlight auf uns, und zwar die Frühjahrslorchel. Das ist eine Art, die auf unserer Liste für Erstfunde über Jahre hinweg ganz oben stand. Ja, und endlich hat sie sich uns gezeigt und das gleich an einem Spot mit unzähligen Fruchtkörpern. Ein wirklich wunderschöner, spektakulärer Fund, ja, und der bisher schönste Erstfund im Pilzjahr 2022. Zum Aprilfinale bzw. zum Start in den Pilzmonat Mai waren es dann aber vor allem die Morchelbecherlinge, die sich in schier unerschöpflichen Mengen, ja, und allen Formen und Größen zeigten. Wirklich unfassbar, wie groß die Morchelbecherlinge werden können und in welcher Anzahl sich die Art in einem Habitat am Inn bei Altötting in Oberbayern zeigte. Ist es nicht eine wahnsinnige Größe für einen Morchelbecherling? Wahnsinn! Ja, und so geschätzt wird dieses Büschel auch sicher um die 200, 250 Gramm haben. Einfach nur krass. Ja, nachdem es im Morcheljahr 2022, wie beschrieben, eigentlich fast durchgängig bei allen Arten Frühstartrekorde gab, gab es dann aber leider auch das früheste Ende der Morchelsaison, das wir bei uns in der Region je erleben durften. Bereits am 6.5. gab es für uns die letzte Runde in unsere Morchelhabitate und zum Vergleich, im Pilzjahr 2021 gab es noch bis weit in die zweite Maihälfte hinein schöne, frische Speisemorcheln. Daran war bei uns 2022 leider nicht mehr zu denken. Dafür gab es aber dann schon einen Tag später, also am 7. Mai, die ersten Mairitterlinge zu finden. So gaben sich die letzten echten Frühlingspilze, also Morcheln, und die ersten kleinen Frühsommervorboten, also die Mairitterlinge, tatsächlich die Klinke in die Hand. Und auch die ersten flockenstieligen Hexenröhrlinge ließen dann nicht mehr lange auf sich warten. Am 20. Mai zeigten sich bei uns nämlich die ersten schönen, brauchbaren Flockis und somit die ersten Röhrlinge im Pilzjahr 2022. Die bisher größte Überraschung des Pilzjahres 2022 sollte aber dann nur knapp eine Woche später folgen.
Soweit wir zurückdenken konnten, gab es bei uns in Oberbayern ja so eine gewisse Grundregel. Und zwar Sommersteinpilze bei uns in der Region nie vor dem Monat Juni. Aber im Pilzjahr 2022 ist ja alles so ein bisschen anders. Ja, und das Pilzjahr 2022 ist und bleibt das Jahr der Frühstarts. Und so löste sich diese Grundregel am 26.05. quasi in Luft auf. Die ersten Sommersteinpilze 2022 und das im Monat Mai. Absoluter Rekord und absoluter Wahnsinn. Es ist und bleibt ein wirklich besonderes Jahr, vor allem was Frühstarts betrifft. Nach den ersten Sommersteinpilzen dauerte es dann auch gar nicht mehr lange, bis sich andere typische Sommerpilze, wie zum Beispiel die verschiedenen Pfifferlingsarten oder auch die ersten Täublinge, zeigten. Insgesamt war die erste Jahreshälfte im Pilzjahr 2022 eine wirklich wunderbare Zeit mit vielen spannenden Touren und vielen schönen Funden, aber leider auch etwas wenigen Erstfunden. Was uns insgesamt in der ersten Jahreshälfte sehr stark aufgefallen ist, nahezu alle Arten waren im Schnitt 2 bis 4 Wochen früher dran als gewohnt, allerdings erschienen diese Arten dann zwar schon immer wieder vereinzelt, es kam aber nie zu einem echten großen Wachstumsschub oder gar Massenwachstum, weder bei den Frühlings- noch bei den Frühsommerpilzen. Es kam also immer wieder zu einem überraschenden, tollen Frühstart, danach gab es flapsig formuliert bei allen Arten aber immer nur Wachstum mit angezogener Handbremse. So viel also zu unserer ersten Jahreshälfte im Pilzjahr 2022. Uns würde interessieren, wie war eure erste Jahreshälfte? Waren auch bei euch viele der Arten deutlich früher dran als in den Vorjahren? Fand auch bei euch das Wachstum so ein bisschen mit angezogener Handbremse statt? Schreibt es uns gerne mit eurem Bundesland oder gar dem Landkreis in die Kommentare. Zum Abschluss vom Video gibt es jetzt nochmal ein paar Eindrücke aus unserer ersten Jahreshälfte im Pilzjahr 2022. Mit diesen Eindrücken möchte ich mich dann langsam aber sicher auch von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine wirklich wunderbare, tolle zweite Jahreshälfte, viele schöne Funde, hoffentlich auch viele Erstfunde und natürlich noch einen schönen Abend. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann!